Gestern habe ich mir wieder so die Gedanken gemacht, wo ich gesagt habe, ey, 40 Jahre, wie ist das vorbei? So, als ob du gar nichts erlebt hast. In Verbundenheit mit meinem Leben, ich habe echt über erlebt, wa? Ehrlich. Und trotzdem sage ich, ich habe nichts erlebt. Ups. Tamam, değil mi alles? Alles easy. Brauchen wir noch was? Jeder hat über uns gesprochen. Wir konnten überall hin. Unsere Zeit, da war das so, da kann oder konnte oder wollte, durfte nicht jeder nach Kreuzberg. Viele träumen von dem Leben, was ich gelebt habe. Immer noch, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was da zu träumen ist. Aber ich habe einfach mein Leben gelebt. Das war so die Zeit, wir haben alles geteilt. Ja, auch das Böse, auch das Gute. Wir haben niemanden getötet. Ganz einfach. Wir haben uns verteidigt, ja? Wir haben niemanden direkt angegriffen. Es war eine Art Verteidigung. Sonst nichts. Einiges vermisst man auch, war manchmal. Was denn? Die Atmosphäre vielleicht. Oder bestimmte Freunde. Die Erinnerungen kommen ja auch manchmal. Verstorbene Freunde auch, natürlich. Durch Kreuzberg gelaufen, hast du überall Schriften, Hakenkreuze, da waren hier Kneipen, wo die irgendwie noch Patrouille. Da haben wir angefangen, die Kneipen oder die Nazis hier wegzujagen. Wir wurden eine Gang. Hier Kreuzberg zum Beispiel war 36, Postleitzahl 36. Und wir haben so dann die Gruppe auch genannt, 36 Boys. So mit den Schriften haben wir auch einige Message an die anderen Gangmitglieder oder wie auch immer auch gesendet. Sozusagen, wo irgendwie der Take war oder. Das Schrift 36 Boys, okay, hier waren die auch, hier die Ecke dürfen wir auch nicht mehr hin. Hi. Hallo. Hi. Habt ihr von Miguel das Bild übermalt? Frag mich nicht, also ich habe das ja gestern gemalt. Was macht ihr jetzt so für ein Projekt oder für nee, euch so einfach üben und? Für mich. Ja? Okay. Sunny, mein Name, einer von 36. Freut mich. Ja, deswegen hier stand so ein Bild von Miguel. Naja, so gestern habe ich es noch nicht mehr gesehen, wie gesagt. Wie ist dein Name? Heps. Heps. Ist von dir jetzt? Ja, ja, klar. Ja? Beide von mir. Ja, ja. Super. Siehst du, wird noch weitergemacht.
Hier bin ich eben aufgewachsen, hier auf der Straße so mehr. Hier war meine Wohnung von meinen Eltern. Hier ist auch Görlitzer Bahnhof. Es war natürlich nicht so die Zeit. Die Läden waren alle fast leer. Hier bin ich immer durchgelaufen, bis nach hinten hin. Hinten ist eine Mauer, bin ich dann zu meiner Grundschule auch. Wir können mal kurz reinschauen. Ich bin auch einer der wenigen Türken gewesen, der in einer deutschen Klasse war damals. Und dann haben leider wiederum die Politiker das so gemacht, dass die Klassen aufgeteilt waren damals. Türken-Ausländer-Klasse sozusagen. Das war auch so ein Ding, wo die Kinder untereinander auch gesagt haben, ey, ich bin Qualität, du nicht, und so war ähnlich. Das war so die Zeit, wo wir auch diesen Spaß oder die Neugier, den Reiz des Lernens verloren hatten. Und da schlägt man sich auf der Straße dann durch. Naja, das waren gute Zeiten. Hier auf dem Platz habe ich damals das Tor für Landesliga geschossen. Das war auch ein Erlebnis an sich. Das war irgendwie so eine Prüfung. Waren die letzten Sekunden, hat der Schiri auf Elfmeter gepfiffen. Und da hat der Trainer Woller dann irgendwie meinen Namen so ausgesprochen, so voll gerufen, so Sona! Und dann bin ich natürlich an dem Elfmeterpunkt dann so gekommen. Und dann ging es hier ab. Champagner. Und weil wir haben richtig gefeiert, weil das auch für die Mannschaft BFC Südring das erste Mal war, dass die C-Jugend irgendwie Landesliga dann spielen durfte. Ich war ein erfolgreicher Fußballspieler eigentlich, aber mein Vater hat nicht mehr weiter erlaubt. Also nach dem Training und so haben wir uns auch hier sehr oft gekeilt, weil damals hörte Six Boys und so, waren auch viele, die haben sich gedacht, okay, der ist jetzt da alleine oder zwei Jungs, da sind die 10 Mann hier aufgerückt zum Beispiel. Ja, Gewalt war so irgendwie üblich, normal. Manchmal ging es natürlich auch heftig ab. Blut wurde dann auch vergossen, wo der eine oder der andere irgendwie ein Messer im Arsch oder so hatte. Knochen wurden gebrochen durch Baseballschläger, vieles. Aber Schusswaffe wurde nie benutzt. Das ist auch so ein Ding gewesen. Auch von den Nazis nicht, wie auch immer, auch von den anderen Gruppierungen nicht. Das war mehr so mit Messer oder Baseball oder wie auch immer. Aber wir leben jetzt in dem Zeitalter, wo Baseballkeule oder die Faust nicht mehr genutzt wird, sondern direkt die Waffe gezogen wird, und ist ein scheiß Zeitalter, muss ich dazu sagen. Wenn man das alles erlebt und das Ganze, hat man auch Ängste, wie das mit dem zukünftigen Leben von den Kindern aussehen wird. Also die Gewalt ist schon gestiegen, sehr gestiegen. Wir haben uns auch frei, wir haben unsere Jugend schon erlebt, wa? Mit unseren Abenteuern, mit dem Ganzen, weil heute die Jugendlichen, die erleben gar nichts. Hallo. Ich bin Halle'sches Tor, Garajların oradayım. 36. Ohne die Gruppe warst du nichts. Für damalige Verhältnisse. Ist so gewesen. Einzelperson hatte keine Chance. Weißt du? Die Leute, die in unsere Gang rein wollten, die mussten erstmal überhaupt die Prüfung absolvieren. Wir mussten sehen, ob sie was aushalten. Die mussten erstmal Schläge kriegen. Wir haben die so getestet, ob sie überhaupt nicht weinen. Da waren auch viele, die haben geweint oder wie auch immer was. Oder in die Hose gemacht. Wir waren so generell unterwegs, so immer hin und her, wo, wie, was. Wir waren aktiv. Das war die Zeit, wo wir so handeln mussten. Weil meine Mutter ist auch 4 Uhr
aufgestanden, sie musste arbeiten gehen, putzen, so wie viele Frauen. Und 4 Uhr, 5 Uhr sind die meisten von den Clubs und Discos rausgekommen. Weißt du? Und wenn du, da waren auch so zum Beispiel die Zeiten, wo wir die Familien mit den U-Bahn und so, haben wir die mit begleitet, weil sie Angst hatten. Der eine oder der andere Freund hat dann gesagt, ey, meine Mutter, gestern ist das passiert. Haben sie das dann erzählt? Oder der andere kam dann an, ja, gestern meine Mutter, sie ist von was weiß ich, und zwei Soldaten haben sie angemacht, weißt du, so im Waggon, oder eine andere Frau. So haben wir uns auch dann irgendwie zusammengetan und gesagt, ey, weil unsere Mütter, Geschwister, wie auch immer, die konnten nicht, also schutzlos ohne Arbeit ging auch nicht, weißt du, wir mussten diese schützen. Gegen Ungerechtigkeit waren wir extrem. Gegen Rassismus waren wir extrem. Aber so niemals. Wir waren ja gegen Extremismus eigentlich. Wir waren politisch nirgendwo veranlagt oder wie auch immer was. Das war ja unser Ding. Unser Ding war, unser Bezirk zu schützen, die Familien zu schützen. Uns zu schützen. Früher war das nicht so. Früher haben sie dich mitgenommen in den Mannschaftswagen, haben sie dich richtig zusammengeschlagen, ist uns auch passiert. Und dich in Wannsee oder was weiß ich, Steglitz hinten Wittenau abgesetzt haben. Da musstest du von Wittenau nach Kreuzberg oder Wannsee. Und da, das Gebiet war ja auch Nazi-Gebiet damals. Weißt du, die haben dich bei den Nazis abgesetzt, die Bullen. Ja, diese Scheiße haben wir erlebt. So, das Ganze hat uns auch natürlich verbunden. Und dass wir auch nicht irgendwie dieses Glauben, wie auch immer, Volk diese Auseinandersetzung gemacht haben oder dieses, ja, du bist anders, ich bin dann, wie auch immer, war nicht der Fall. Und wir sind in den Entschluss gekommen, dass wir alle nur Menschen sind, vom gleichen Gott kommen und auch zum gleichen Gott wieder zurückgehen. Und dass wir eigentlich alle Brüder und Geschwister sind. Gemeinsam schmeckt alles besser, lecker. Und gemeinsam erreicht man was. Nicht als einzelne Person. Und 36 Boys war auch erfolgreich durch diese Gemeinschaft. Natürlich haben wir noch Kontakt, ja. Viele haben noch Kontakt. Wir helfen auch, wenn es sein muss, untereinander. Jeder lebt sein Leben. Es ist eine Art Lebenseinstellung sozusagen.